Die vielleicht einzig wahre Freiheit im Leben eines Menschen besteht darin, dass er sich dieses jederzeit nehmen kann. Nur der Tod ist wirklich frei. Anwältin der Außenseiter bezeichnet die Schweiz als Gefängnis. Immerhin steht es jetzt in der Zeitung. Staatsbeamte, die auf einen friedlichen Bürger einknüppeln. Wer aufmuckt, wird weggesperrt. Ich fände es ja total spannend, wenn wir uns mit euch deutschen Genossen austauschen könnten. Etwas mehr Kampfgeist hätte uns gut. Seit ich sprechen kann, höre ich eigentlich immer nur, dass ich schon tot sei. Bin ich aber nicht. Neuigkeiten vom Ausbrecherkönig. Walter Stürm. Und wo steckt der Spinner? Kennen wir uns? Heberlein Max, Pudelcoiffeur. Eitle Viecher, diese Pudel. Ja, das stimmt. Fast wie die Anwälte. Barbara! Und wer ist das? Wir können ihn ja beide haben. Probefahrt gefällig, die Dame. Nimmt man Stürm die Rebellenfassade, bleibt nichts außer ein kleines egoistisches Würstchen. Auch im Bett übrigens. Wenn die mich jetzt schnappen, dann machen die mich fertig. Salut, c'est encore moi. Ich bin ein Täter, Frank. Sie macht mich nicht zum Opfer. Comment tu vas? Ba 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 ba. Freiheit kann man nicht schenken. Und für was hab ich mein ganzes Leben lang gekämpft? Ba 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 ba. Freiheit ist das, was man sich nimmt.